Toilette bei den Ruhrpottschnauzen, Schlammschaufeln im Raubtierbecken, frisches Wasser für die Zwergotter. Lektion Wehrvogel. Azubi Maike lernt am lebenden Objekt. Zähmung der Widerspenstigen. Gewichtskontrolle bei den Tamanduas. Und störrischer Vierbeiner. Zwergesel auf Tuchfühlung. Heute erwartet die Gorillas eine Lehrstunde in Sachen Disziplin. Alle fünf sollen lernen, anhand von Symbolen ihrem Pfleger zu folgen. Dafür macht sich Stefan Terlinden die Erfahrung einer australischen Kollegin zu eigen. Jeder bekommt ein farbiges Zeichen. Also wir haben ja die Symbole gemacht für jeden Gorilla von uns und heute wollen wir mal austesten, wie sie darauf reagieren und was sie damit machen. Die Safiri kennt das Symbol ja schon und da werden wir jetzt gleich mal anhand gucken, dass die anderen auch ihre einzelnen Symbole kennenlernen. Dann wollen wir ein normales Medical Training wie sonst auch machen. Und in dem Medical Training soll dann halt jeder Gorilla sein Symbol schon mal kennenlernen und sich schon mal ein bisschen damit anfreunden. Und dann soll es halt in den nächsten Tagen so sein, dass sie irgendwann fest an so einem Symbol sitzen und halt, egal wo ich es hinhänge, halt der Affe, der das Symbol hat, auch dahin folgt. So, dann haben wir ja zwei Affen schon drinnen sitzen. Das ist die Momo und die Vizuri. Für die beide haben wir natürlich auch schon ein Symbol aus, oder habe ich mir Symbole ausgesucht. Die Vizuri kriegt den Stern, die Momo kriegt den Halbkreis und die werde ich jetzt erstmal für die beiden anbringen. In der Hoffnung, dass sie die natürlich nicht direkt kaputt machen. Die werden sich natürlich erstmal damit beschäftigen und danach holen wir die anderen nach und nach rein und gucken mal, was passiert. Die Symbole, sogenannte Station Blocks, sind Momo und Vizuri fremd. Bei der Übung setzt Stefan auf die Neugierde der Gorilla-Damen. Ja. Schon mal die erste, die vernünftig zumindest schon mal zu ihrem Platz gekommen ist. Ich glaube, sie weiß zwar selber auch noch nicht, was das bedeutet, jetzt das Symbol, aber sie ist auf jeden Fall schon mal auf ihrem Platz. Das ist schon mal sehr gut. Und die nächste ist die Vizuri. Umfunktioniert Leiter. Vizuri. Your point. Good girl. Good girl. Ist okay. Good girl. Ist okay. Ja. Der Klicker ist halt belohnt, dass sie irgendwas richtig gemacht haben. Jetzt sind sie natürlich beide beschäftigt. Die Vizuri guckt sich den Stern schon ganz genau an. Momo ist ja auch an ihr Symbol gekommen. Und jetzt gucken wir mal, dass wir die nächsten reinkriegen. Diese Vögel sehen zwar harmlos aus, wissen sich aber zu verteidigen. Revierchef Mario erklärt Azubi Maike, warum man sich vor ihnen in Acht nehmen muss. Wollen wir mal heute unsere Wehrvögel rauslassen? Mhm. Hier sind ja Tiere aus Südamerika, hier oben im Tapirhaus, gehört ja mit zu den Koalas. Und da gehören die Wehrvögel eben auch zu, oder Halsbandschayas. Ja, guck mal auf den Hals, dann siehst du auch, warum die Halsbandschayas heißen. Ah ja, sieht man klar und deutlich. Nee, das sehen zwar aus wie riesengroße Hühner, sind das aber nicht, haben mit den Hühnern nichts zu tun. Die sind eher mit den Gänsen verwandt. Mhm. Das ist die Ordnung der Wehrvögel. Die sind eben halt sehr wehrhaft, deswegen heißen die Wehrvögel. Und ich zeig dir gleich auch warum. Die haben vorne an den Gelenken, an den Flügelspitzen praktisch, haben die ganz lange Dorne. Richtig harte Zapfen, Rasiermesser scharf. Das heißt, man muss aufpassen. Man muss aufpassen, ne? Also die sind äußerst wehrhaft. Die werden wir jetzt zusammen rauslassen für Freianlage. Und dann erzähle ich hier draußen ein bisschen was darüber. Wir fangen die. Mach einfach mal die Tür auf schon mal hier, den Fang. Ganz aufschieben, genau. Wunderbar. Einhaken oder so? Nee, reicht. Gut. So, dann kann man die Tür hier aufschieben. Und dann gehst du praktisch rückwärts rein, guckst die Vögel nicht an. Sobald du die optisch deine Brust und dein Gesicht präsentierst, ist das für dich schon so ein Drohgebärden. Also nach Möglichkeit, dem Vogel den Rücken zudrehen, natürlich beachten. Immer darauf achten, dass er dich nicht angreift. Aber dann so tun, als ob du ihm gar nichts willst und ob du ihm egal bist, und dann ist er dir auch egal. Dann gehst du hier so rum und kürzt den Weg ab und dann rennen die raus. Ich gehe mal weg und lass dich das mal alleine machen. Einfach aufziehen, genau. Genau, ganz langsam bewegen, super. Und jetzt gehst du einfach hinten rum, dann kommen sie raus. Und hörst du dieses Glucksen, was die machen? Das ist jetzt so ein bisschen aufgeregt, jetzt spreizt es auch die Flügel ab. Das ist halt so ein Drohgebärde. Und jetzt stolzieren sie raus. Jetzt gehen wir mit raus. Wir nehmen aber immer einen weichen Besen mit. Falls der Vogel dich mal angreift, kannst du mit dem weichen Besen weghalten. Gut. Ja. Hast ja gerade gehört, wie die auch angefangen haben, sofort so laut zu schreien. Ja. Das ist einfach mal so ein Imponiergehabe.
ihr Territorium zeigen. Guck mal, was die jetzt machen. Die spreizen so ein bisschen die Flügel ab und laufen so mit abgespreizten Flügeln. Der Kopf wird so komisch nach vorne gekippt. Die Federn oben auf dem Kopf werden so abgespreizt. Aufgestellt, ja. Aber es kann ja mal sein, dass du die fangen musst, wenn der Tierarzt kommt, die sind verletzt. Dann werde ich dir jetzt zeigen, wie man die fängt. Die Zwergotter brauchen frisches Badewasser. Weil die Raubtiere beim Beckenputzen nur stören, will Ulrich Glückner die munteren Vierbeiner in den Stall locken. Wer möchte denn mal hier eins? Ich werde die jetzt nur mal ein bisschen anschmackeln. Da kommen die Kleinen gerade raus, guck mal da. Wir hoffen jetzt mal, dass wir die ganze Gruppe gemütlich drüben einsperren können. Und dazu müssen die Kleinen mitkommen. Da haben sie bewusst ein wenig knapp gefüttert, um sie jetzt gleich in den Innenstall, den ich gleich aufsuchen werde, einsperren zu können, weil heute der Saugwagen hier diesen Teich leer saugen soll. Otter springen ständig rein und raus. Zudem haben die ja so eine Sandburg, die wir da gebaut haben. Und diesen Sand tragen die auch ins Wasser und unsere Abflüsse werden dadurch verstopft, ganz einfach. Die kriegen wir so nicht mehr frei. Und da kommt der Spezialist mit dem Saugwagen. Und dazu brauchen wir natürlich eine leere Anlage. Weil gerade Jungtiere da sind, sind die Elterntiere besonders verteidigungsbereit hier. Die Problematik ist, dass wir 11 erwachsene Tiere haben und mindestens 5 Jungtiere. Und die alle gleichzeitig in den Innenstall zu bekommen, ist die Problematik eigentlich dazu. Weil sie lieber draußen bleiben wollen. Guck mal, ein kleiner stimmt schon damit. Ja, schön. So, ich werde mich jetzt nicht mehr lange hier aufhalten. Und dann zügig nach hinten gehen. Ja, da kommt mal. Ja, los, komm mit, komm. Die Taktik geht auf. Getrieben vom Hunger folgen die kleinen Raubtiere ihrem Pfleger ins Haus. Hier gibt's doch lecker Mäuschen. Der alte Tierpflegertrick: wenig füttern im Vorfeld und natürlich eine gute Beziehung zu unseren Tieren. Die können uns, glaube ich, ganz gut leiden. Kein Wunder bei dem Futterservice. Das sind Zuchtmäuse, die wir speziell von einem Züchter bekommen. Im wöchentlichen Abo bekommen wir hier so 5 bis 6 Kilo junger Mäuse, die wir auftauen und den Ottern hier einmal die Woche reichen. Die kriegen ja sonst viel Fisch und Küken im Abwechslungsbereich eigentlich, so dass wir da eine möglichst abwechslungsreiche Ernährung für die Otter bieten können. Im Gorillastall haben sich inzwischen alle versammelt. Stefan ist sehr gespannt, wie schnell seine Schützlinge dazulernen werden. So, alle? Immerhin, eine Gorilladame hat schon Erfahrung mit dem Station Block. Diejenige, die es natürlich schon richtig kann, das ist dieser Ferien. Die kommt jetzt als Letzte rein und die kennt ihr Symbol natürlich. Und dann gucken wir. Und dann fangen wir so ein bisschen mit dem Training an. Mal gucken, wie sie alle reagieren. Oh, Safiri. Station. Natürlich wird jetzt erstmal geguckt, wo die anderen alle sind. So, also heute machen wir nicht so ein Training wie sonst, sonst machen wir ja noch Zahnkontrolle, Hände, Füße und sowas. Und heute ist es natürlich erstmal wichtig, dass unsere Tiere alle den Station Block kennenlernen. Bei der Safiri können wir natürlich noch ein bisschen mehr machen, dass man überhaupt sieht, wie man am Station Block arbeiten kann. Und ich hoffe, dass sie jetzt mitmacht, müssen wir mal gucken. Safiri, Station. Normalerweise ist es so, sobald man sie ruft für ihren Station Block, dass sie sofort ankommt. Jetzt ein bisschen schade. Der Vorführeffekt sollte eigentlich anders sein. Aber vielleicht haben wir noch Glück, dass er sich doch nochmal umentscheidet. Safiri, Station. So, Safiri, wenn du noch nicht willst, probiere ich erstmal mit den anderen. Mal gucken, ob die es begreifen. Dorle, dann wollen wir nochmal mit dir hier gucken. Katu, shut up. Shut up. Dorle, Dorle, Station. Dorle. Station. Station. Good girl. Good girl. Also das sind jetzt so ein paar Schritte, muss man natürlich noch ein bisschen modifizieren und ein bisschen ausklügeln. Aber sie geht natürlich jetzt nicht, weil sie das Symbol angreifen will, sie geht halt dahin, weil ich jetzt das Futter dahin halte. Und demnächst soll es halt so sein, dass halt ohne Futter irgendwie ans Symbol greift. Und das müssen wir natürlich jetzt alles nach und nach in den nächsten Tagen reinbringen. Und das ist natürlich jetzt ein neuer Schritt, müssen sie natürlich auch lernen. Die verstehen natürlich nicht, wenn ich denen jetzt einfach erkläre, ihr sollt das Symbol anpacken. Dafür haben sie halt nicht dieselbe Art der Kommunikation wie wir Tierpfleger untereinander. Und ich muss jetzt halt einfach irgendwelche Hilfsmittel dazu nehmen, um dem Tier halt verständlich zu machen, was ich von ihm will. Jetzt müssen wir erstmal gucken, welcher ist. So, Maike,
Gehen wir mal schauen. Wir werden jetzt mal einen von den beiden fangen. Ja. Optisch sind die natürlich als Geschlecht nicht zu unterscheiden. Nee, zumindest nicht für mich, vielleicht für Vogelexperten, aber ich bin noch keiner. Will mal einer werden. Die haben natürlich verschiedenfarbige Ringe, daher können wir das sehen. Wir suchen jetzt den Vogel raus, der die größten Dorne hat. Einer hat die schon so ein bisschen abgenutzt. Normalerweise sind die beim Weibchen und Männchen gleich groß, fingerlang. Aber je öfter die damit kämpfen, umso eher nutzt der ab, ganz klar. Das heißt, nutzt sie sich denn eher bei den Männchen dann wahrscheinlich ab? Wahrscheinlich eher bei den Männchen, genau. So, den werde ich jetzt versuchen zu fangen. Dann machen wir folgendermaßen. Immer einen weichen Gegenstand nehmen, hier einen weichen Besen, wo nichts passieren kann. Auf den Vogel zugehen, den in irgendeine Ecke drängen. Dann muss er allerdings relativ schnell handeln, den mit dem Besen auf die Erde drücken, irgendwo an der Wand auf die Erde drücken, dass er nicht mehr weg kann. Mhm. Und dann ganz zügig schnell die Flügel schnappen. Zwischen die Schulterblätter praktisch, zeige ich dir gleich einen Griff, und auf die Füße achten. Sobald ich den habe, muss er mir natürlich helfen. Ich gebe dir dann ein Kommando und dann nimmst du seine Füße. Gut. Den Schnabel bei dem Vogel ist natürlich auch wehrhaft. Ein bisschen drauf achten, aber nicht ganz so schlimm wie beim Geier. Da müsstest du auf den Hals genauso achten. Also müsstest du schon auf Deutsch gesagt drei Arme haben, um vernünftig zu machen. Versuchen wir mal. Den anderen lassen wir die Möglichkeit abzuhauen und den ignorieren wir dann. Der geht dann weg, der hat jetzt Angst vor uns. Ne? Gut, das heißt, wir jetzt mit dem silbernen Ring, ne? So, genau. Geh du mal rüber, Dicker, und wir wollen die Kleine haben. Ist ja gut. Wir wollen nur einen von euch. Diese Übung am lebenden Objekt ist notwendig. Denn früher oder später wird Azubi Maike einen Bärvogel allein fangen müssen. Jetzt, wie soll ich die Füße nehmen? Jetzt lassen wir den anderen weggehen. Komm, wir gehen hier rum. Dann. So. Jetzt, pass auf, die Füße, die kratzen natürlich auch. Die Füße packen, genau, wunderbar. Und auf die Dorne achten, guck mal hier. Ja, oh ja. Riesendinger, ich klemme die mal zwischen die Beine, seine Füße. Ich nehme den mal. Hast du? So, und jetzt kannst du die Dorne mal anfassen. Ja, na, und das mal. Ist auch noch mal eine zweite. Ne, zwei Stück, genau. Der eine ist viel kleiner, siehst du? Ja. Und wenn man das mal anfasst, das fühlt sich eher an so wie so ein, ja, wie so hartes Horn, ne? Ja. Ganz, ganz hart. Ist gut, Dicke, ne? Ist gut. Ist richtig geschärft. Die Wehrvögel werden sich natürlich in der freien Natur gegen ihre natürlichen Feinde erstmal wehren. Das wird unter Umständen auch ein Fuchs sein. Oder eben andere südamerikanische Räuber. Und mit diesen Dornen können die natürlich selbst große Räuber, ein Jaguar oder was, ernsthaft verletzen, ganz klar. Ne? Umso döver ist es, dass wir die im Zoo tatsächlich gegen unsere einheimischen Füchse schützen müssen. Nicht, dass der Fuchs die wirklich ernsthaft als Beute ansieht, aber in Panik rennen die vielleicht irgendwo in die Zäune und verletzen sich da. Und wenn man die jetzt alleine trägt, würdest du eigentlich, welchen Griff machen? Zwei Finger hier rein, genau. Ist gut, ist gut. Und dann so fassen. Und dann kannst du die Füße auch fassen. Zack. Und jetzt kann er dich eigentlich nicht mehr verletzen. So, siehst du? So, jetzt kannst du ihm die Flügel nicht brechen. Ja. Und der Vogel ist gesichert und du bist auch gesichert. Das ist also der richtige Griff. Große Vögel zu tragen ist so an den Schulterblättern. Mhm. Bei den Ottern legt sich die Aufregung. Die Pelztiere lassen es sich schmecken. Was haben wir denn hier schön die Mäuschen getan? Und man hört auch an den Stimmen, dass die gar nicht mehr wild sind. Die sammeln über den ganzen Tag verteilt eigentlich kleine Beutetiere in den Reisfeldern Asiens. Zu Fische, Krebse, kleine Schlangen und alles Mögliche zählt, was da kreucht und fleucht. Darum sind sie auch bei den Reisflickern recht beliebt, weil die eben dafür sorgen, dass um die Beine herum weniger Ungeziefer vorhanden ist. Und das versuchen wir nachzuahmen, indem wir also auch Heuschrecken zum Beispiel abhängig von den sonstigen Fütterungen anbieten. Die kriegen auch Obst und Gemüse, weiche Sachen, die also durchaus auch annehmen. Ich gehe mal nach draußen und schaue mir mal die Anlage an. Bei dem Gewusel der agilen Tierchen kann einem schon mal einer durch die Lappen gehen. Darum geht Ulrich Glucknor lieber auf Nummer sicher. Schau noch mal korrekt nach, ob dich doch noch einer der kleinen Otter hier in der Außenanlage sitzt. Aber hoffentlich ist leer. Mal ein Stöckchen hier. Der sieht unbewohnt aus. Da hat sich wohl keiner mehr irgendwo versteckt. Schweres Gerät steht bereit. Erster Schritt, Wasser abpumpen.
rund 300.000 Liter. Wir haben jetzt 2 Jahre den Teich nicht mehr abgelassen. Versucht, das Ganze hier ein bisschen biologischer anzugehen. Auch um Wasser zu sparen, aber auch um hier den Ottern ein natürliches Wasser zu bieten. Aber irgendwann ist Ende mit dieser Kette. Da muss man das Ganze tauschen. Und die haben mittlerweile viel Erdreich und Sand, den wir denen dazugeben, ins Wasser eingetragen und unsere natürlichen Abflüsse verstopft, sodass wir jetzt heute den Saugwagen bestellt haben. Und der versucht jetzt hier die gesamte, hoffentlich Bodengeschicht rauszubekommen. Dann wollen wir uns jetzt mal dem Dicken zuwenden. Mal gucken, ob der genauso lernfähig ist wie die Frau. Also angeblich sollen Männer ja ein bisschen begriffsstutzig sein. Hoffentlich, dass du das wieder legst, Katu. Mal gucken. Sieht natürlich schon relativ gut aus. Katu, Station. Station. Ach, du guckst ja. Station. Katu. Doch Katu begreift einfach nicht, was Stefan von ihm will. Die Dorle war ein bisschen clever, Katu, muss ich ja doch sagen. Haben die natürlich wieder alle recht. Nee, Katu, auch nicht. Das ist was anderes. Das Ganze so, weiß ich. Das ist aber nicht das, was wir wollen jetzt hier im Training. Das, was er wirklich sehr gut macht, ist halt Zahnkontrolle. Also Zähne kontrollieren beim Katu ist gar kein Thema. Das macht er wirklich so voll auf Anhieb. Und die anderen Sachen auch. Und das versucht er jetzt natürlich alles, was er bis jetzt kann, halt aufzuführen und zu zeigen. Jetzt gib mir doch endlich was von dem lecker Klicker endlich mal. Ich mach doch alles, was du willst. Aber das ist ja im Endeffekt nicht das, was wir im Moment wollen. Katu, Station. Station. Dorle, du kannst das doch schon, ist doch okay. Katu, Station. Na, so gut es bei den Damen oder zumindest bei der Dorle bis jetzt geklappt hat, so schlecht klappt es jetzt beim Katu. Und da müssen wir halt einfach mal abwarten. Ich denke, dass wir bei ihm halt doch ein bisschen länger brauchen wie bei den Damen. So, jetzt hoffen wir mal, dass die anderen ein bisschen besser mitarbeiten. Dorle hat ja schon recht gut mitgearbeitet und jetzt bin ich mal auf Momo gespannt. Station. Gut gehört, Momo. Bei ihr klappt es sogar noch besser wie bei Dorle, also ohne irgendwie Futter vorher hinzuhängen. Einfach, weil sie halt auch vorher schon sehr gut im Training mitgemacht hat, dass sie halt auch schon ein bisschen von der Safiri abgeguckt hat. Ich hatte eigentlich immer Momo und Vizuri in der Nähe von Safiri sitzen und so konnten sie halt schon immer gucken. Wenn die Safiri an ihr Symbol gegangen ist, hat Safiri immer eine Belohnung gekriegt und ich denke, dass sie deswegen jetzt halt auch relativ zügig das verstehen, was ich von ihnen will. Momo, Station. Station. Good girl. Anatomie-Lehrstunde bei den Tashayas. Sehr herrlich aus, oder? Ja, so, jetzt kannst du mal ans Brustbein fassen. Richtig abtasten. Das sollte eben ganz gefüllt sein. Ja. Fühlst du den Brustbeinknochen? Ja, ne? Ja. Aber nur eben versteckt. Wenn das jetzt so wie so ein Bootskiel wäre, dann wären sie zu dünn. Ne? Nee, das ist, ist nicht. Nö. Super Futterzustand. So, jetzt lassen wir sie runter. Kommst hier hinter mir, dass sie wirklich sofort so eine Fluchtfläche hat, wo sie hingehen kann. Gut, also erst die Füße loslassen, runterstellen auf den Boden, auf deine Beine aufpassen und loslassen. So ist gut. Ist ja gut. Und erstmal schreien. Erst schreien. Sich gegenseitig begrüßen, ne? Und alles überlebt. Ja. Auch über den Wohnbau der Wehrvögel soll Maike Bescheid wissen. So, Maike, guck dir mal das Nest an, was die alle da reinschleppen. Mhm. Ne, dicke Zweige, dünne Zweige, alles drum und dran. Ein paar Federn. Ein paar Federn, alles wird gesammelt, sieht alles ein bisschen unordentlich aus. Die bauen also keine Nester wie jetzt unsere Vögel, so richtig schön geflochtene Nester so machen die nicht. Die machen einfach nur einen dicken Haufen und legen da nachher ihre Eier rein. Ne? Mhm. Die haben zwar jetzt hier ein Nest gebaut, aber tatsächlich haben die hier in Duisburg noch niemals gebrütet. Das hat mehrere Gründe. Zum einen waren die früher da unten auf der Anlage und wurden von den anderen Tieren immer gestört. Dann haben wir sie da unten rausgeholt, haben sie hier oben reingepackt, haben sie zwar mehr Ruhe, haben wir sofort ein Nest gebaut, aber jeden Abend kommt der blöde Pfleger und scheucht die wieder in den Stall, weil der Fuchs eben hier eine große Gefahr für dich stellt. Das ist natürlich auch nicht gut, kommen die auch nicht zur Ruhe. Und deswegen werden wir jetzt hier das ganze Gelände überspannen mit einem großen Netz, wie beim Obstbauer über die Bäume oder so. Und einen Stromdraht außenrum spannen, dass der Fuchs nicht drüber klettern kann. Und dann lassen wir die Tiere wirklich hier machen, was sie wollen, geben nur Futter, gucken nur, ob sie gesund sind und gehen wieder weg. Und hoffen, dass es dann endlich klappt. So, gehen wir mal hier rum. Kommt ihr mal weg von der Tür. Geht mal. Ja, ich tue euch nichts mehr. Geht mal weiter. Geht mal. Jetzt trauen sie uns nicht mehr über den Weg. Gib mir mal einen Besen, genau. Sonst bin ich in Schlagdistanz, da will ich nicht. Ist ja gut.
Geh mal. Prima. Weiter. Hey, hast du gesehen? Mhm. Jetzt ist er aber sauer auf uns. Das machen wir nicht jeden Tag. Nur bei jedem Lehrling. So. Und tschüss. Tamandou Amann Cruz ist in bester Gesellschaft. Mit Weibchen Jeanne d'Arc versteht er sich prächtig. Heute kommt Pfleger Alexander Nolte zur Gewichtskontrolle. Also es ist so, dass wir bei den Tamanduas jeden Tag 2 Fütterungen machen und das Futter wiegen und das Futter rückwiegen. Wir allerdings auch noch die Tiere wiegen, um festzustellen, wie viel Gewicht die zugelegt oder abgenommen haben. Gerade bei Tamanduas ist es sehr wichtig, dass man eine regelmäßige Gewichtkontrolle hat. Also mit Ameisenberg Cruz arbeitet Alex besonders gern. Und das Tamandua-Männchen mag Menschen. Also beim Cruz ist es so, Cruz ist aus England, aus Amazon World. Wir haben ihn ja erst seit kurzer Zeit. Und da war seine Mutter schwer krank und hatte nicht genug Milch. Und er wurde von den Pflegern mit der Flasche beigefüttert und ist dementsprechend natürlich sehr zahm und menschenvertraut, was ich persönlich besonders nett finde, weil die Zahmen und Lieben sind natürlich viel, viel besser, weil man die deutlich angenehmer handeln kann. Die Krallen sind nicht zu verachten, wenn die einem die wirklich böse in den Arm rammen. Da die auch noch schön beweglich sind, gibt das große entzündete Löcher. Und so zahme Tamanduas sind natürlich was völlig Nettes. Und Cruz ist auch noch sehr verschmust. Aber Cruz hat jetzt gerade ein erhebliches Problem, da runterzukommen. Das heißt, ich muss ihn mal ein bisschen unterstützen. Cruz, komm mal hier. Komm mal zu mir. Ja, was stellst du dich denn so an? Soll ich mal da hochklettern oder was? Im Außengehege der Otter steht die Reinigungscrew inzwischen knöcheltief im Dreck. Die Schlammschicht im Becken ist hartnäckiger als gedacht. Und das sprengt den Zeitplan. Da wir jetzt hier sehen, dass hier einige Tonnen doch drin sind, mehr als erwartet, also zeitlich nicht mehr zu schaffen ist, muss ich die Otter, die ja nur für eine Stunde sozusagen weggesperrt waren, jetzt so versorgen, dass die Nacht über mit Saufen und Trinken sozusagen eingesperrt bleiben können. Die Zwergotter sind zwar inzwischen satt, doch lange wird das nicht vorhalten. Zunächst aber sorgt Ulrich für ein Schlückchen Wasser. Auch für die Nacht müssen die Tränken gefüllt sein. Ja, guck mal hier, Wasser. Die halten sich ja sehr gerne im Wasser auf, schwimmen und tauchen, natürlich auch zur Futteraufnahme. Aber jetzt, heute Nacht hier wichtig, weil zum Fressen gehört auch Saufen, ganz klar. Ich werde jetzt noch mal ein paar Mäuschen dazugeben. Ja, hier, guck mal her, hier, ihr Feiglinge. Da, guck mal her, hier, da, lecker, lecker, lecker. Du bist auch. Stallarrest mit Vollpension. Die extra Portion Mäuse kommt gut an. Im Affenhaus soll Gorilladame Safiri jetzt ihr Können unter Beweis stellen. Eigentlich kein Problem, denn sie ist längst ein Profi. Station. Safi. Safiri. Station. Good girl. That's fine. Station. Safiri. Station. Hand. Hand. No. Auch Safiri. Station. Sie ist im Moment auch ein bisschen schüchtern und alles merkt man ja an ihrem ganzen Verhalten. Sie ist halt noch ein bisschen vorsichtig. Sie arbeitet sehr gut mit, wenn sie ganz alleine hier drin ist. Dann ist es halt wirklich so, dass sie halt wirklich vernünftig festhält. Erstmal am Station-Block und dann bleibt sie halt eine Zeit lang sitzen, bis der Klick kommt. Und danach ist es halt so, dass wir das ganze andere Training abrufen. Und das soll halt nachher bei den anderen auch so weit sein, dass wir sie halt alle vernünftig an den Station-Block kriegen. Das, was Safiri da zeigt, mit dem Ohren zuhalten und sowas, das ist einfach in der Familienlinie drin. Das machen alle Tiere. Das macht die Oma, die noch in Apenheu zu sehen ist. Da kann man halt sehr gut erkennen, aus welcher Linie die Safiri stammt. Das ist halt irgendwie so eine Familientradition, aus welchen Gründen auch immer. Das ist halt wirklich das Ohr zu. Also entweder mit einer Hand oder mit beiden Händen, ist ganz unterschiedlich. Aber das tritt bei Gorillas auch in freier Wildbahn auf. Das hat welche Symbolik auch immer. Da ist man noch nicht ganz hintergekommen, aber ist jetzt nichts Abnormes oder sowas. Safiri. Station.
In so einem Fall kann ich natürlich nicht viel machen, da höre ich einfach auf. Ich hoffe, dass sie jetzt noch einmal zurückkommt, dass sie halt das Ganze noch mit einer positiven Sache beenden können. Und dann ist gut, dann kriegt sie halt die restliche Belohnung und dann ist okay. Good girl, ist okay. Station. Station. Safiri. Station. Good girl, that's fine. Ja, es hat ja doch noch einigermaßen geklappt zum Abschluss. Jetzt nehmen wir die Symbole überall wieder ab und dann können die Tiere wieder nach draußen gehen. So. Es hat ja bei fast allen sehr gut geklappt. Ne, Katu? Du bist eine Ausnahme gewesen. Hat das Dach doch schon wieder alles bestätigt. Männer sind nicht lernfähig, ne? Dicker. Dorle war okay. Momo war sehr schön. Ne? Das war sehr gut, Fräulein. Cruz muss auf die Waage. Seit Wochen schon kränkelt der junge Tamandua. Seine Pfleger machen sich Sorgen. Der Cruz hatte, als wir die Tiere beim ersten Mal zusammengelassen haben, etwas Bewegungsprobleme. Wir haben ihn dann behandelt und haben ein EKG nachgeschoben. Und dabei hat sich herausgestellt, dass er eine Herzrhythmusstörung hat, wo wir noch nicht genau wissen, wo er die her hat. Seine Mutter hat angeblich was Ähnliches. Und er war sehr schlapp. Was er zusätzlich noch hat, ist ein extremer Gewichtsverlust, wo wir allerdings vermuten, dass dieser Gewichtsverlust daher rührt, dass er mit der Futterumstellung noch nicht ganz zurande gekommen ist. So von seinem Verhalten ist er wieder sehr gut, nur halt sein Gewicht ist problematisch. Und jetzt müssen wir ihn halt regelmäßig wiegen, um einfach da ein bisschen am Ball zu bleiben und zu gucken, ob unsere Avocado-Diät Wunder wirkt. Die hat ihm schon mal ganz gut getan, hat er sehr gut zugenommen. Dann haben wir das abgesetzt und sofort hat er wieder abgenommen. Das heißt, er wird wohl noch etwas länger diese sehr energie- und fettreiche Avocado brauchen. Und wie man sieht, ist er wirklich sehr... Aua, jetzt kneift er mich gerade, weil er sich verzweifelt versucht festzuhalten, was einen dicken blauen Fleck gibt und wahrscheinlich auch ein Loch. Und er ist sehr lieb und sehr verschmust. Und jetzt kommt er mal in die Kiste zur Waage. So. In der Natur ernähren Tamanduas sich von Ameisen und Termiten. Im Zoo gibt es kalorienreiche Ersatznahrung. Cruz kann's gebrauchen. Gott sei Dank. 5,7. Nee, nicht Gott sei Dank. Also er hat sein Gewicht gehalten. 5,8 hat er. 5,8 hat er auch bei der letzten Wägung gehabt. Also gut. Da hat er sich freundschaftlich festgehalten. Also es war nicht böse gemeint. Er hat sich einfach nur ein bisschen festgehalten. Das gibt einen dicken blauen Fleck. Und Gott sei Dank war das T-Shirt da drüber, sodass es keine wirkliche Verletzung gegeben hat. Cruz, ich glaube nicht, dass die Tierärzte das toll finden, wenn du die Kiste kaputt machst. Ich glaube, da kriege ich schwerwiegend Ärger. So. Holst du jetzt wieder rein, mein Schatz? Du bist der Beste. Ja, also wenn man sich so die Krallen vom Tamandua anguckt, die jetzt hier zusammen macht, ist es natürlich schwierig, die auseinanderzukriegen. Tamandua lebt in den Bäumen, frisst Baumtermiten und Termitenbauten, die sind hart wie Beton. Die kratzen hier auch schön den Kitt aus den Fugen und machen den Beton vom Boden los und alles, was irgendwie geht, machen sie kaputt. Cruz, das ist die falsche Richtung. Mann, kommt zurück. Geh in die andere Richtung. So. Willst du nicht? Ah, du bist ein Jammerlappen. Komm. Jetzt aber endgültig Schluss. Jetzt kommst du rein. Feierabend. So. Ab auf den Baum. Gut. Im Streichelzoo kümmert sich Pfleger Christian Driesen um einen Neuzugang. Einen Zwergesel. 6 Monate alt. Hallo, na? So, dann geh du mal raus. Na komm. Ja, da ist unser neuer Eselhengst, der heißt Dennis, ist aus dem Krefelder Zoo und ist erst seit Freitag hier. Und den werden wir jetzt mal zusammen mit der Stute hier auf die Außenanlage lassen. Also die haben sich jetzt hier schon gesehen, hier in den Vorgattern. Also hatten schon Kontakt miteinander, aber waren halt noch nie zusammen auf der Außenanlage. Jetzt wollen wir mal gucken, wie die sich da vertragen.
Ja, ob der nicht so viel Dresche kriegt von der alten Dame. Mit der alten Dame soll Dennis irgendwann kleine Esel zeugen. Das erste Rendezvous verläuft nicht gerade vielversprechend. So, ja, ja, ist ja gut. Hört auf. Jetzt geht er mal zusammen raus. Wer will denn zuerst? Dann komm du mal, kleiner Mann. Das ist natürlich so, dass er jetzt in ihr Territorium so eindringt und ja, sie natürlich so ein bisschen aggressiv dem gegenüber sein könnte. Aber der hat ja noch auch dieses Kindchenschema und ist ja noch kein erwachsener Hengst. Und dementsprechend wird das eigentlich ruhig verlaufen. Und die vertragen sich jetzt eigentlich auch hier schon. Nur beim Futtern zum Beispiel muss man darauf achten, dass man an zwei verschiedenen Plätzen füttert, weil sie ihn dann nicht dranlässt und die den halt so ein bisschen unterdrückt. Aber in 2 Jahren dann wendet sich das Blatt. Wenn der erwachsen ist, dann kriegt die wahrscheinlich alles zurück. So, der Kleine hier, der war noch gar nicht halfterführig. Ich musste den erstmal das Halfter gewöhnen, dass man den überhaupt hier rausführen kann, weil wir ja sonst keine andere Möglichkeit haben. Gestern hat das ganz gut geklappt. Mal schauen, ob es heute auch geht. So, Kleiner, dann komm. Heute willst du nicht, ne? Na, komm doch. Ach, hör doch auf zu meckern. Auch junge Esel können sehr stur sein. Für Christian Driesen ein Vorgeschmack auf eine anstrengende Zukunft mit Dennis. Jetzt werde ich erstmal die Stute rausführen und vielleicht geht er dann etwas leichter hinterher. So, komm mal her, du. Umzug in der Fasanerie. 2 Entenküken werden heute von Sandra Sinn in ihr neues Heim gebracht. Ich packe jetzt hier unsere 2 Rotschulterenten. Die sind jetzt knappe 4 Wochen alt. Die kommen jetzt in einen größeren Raum, wo sie auch besser schwimmen lernen können, weil das Wasserbecken ist hier doch etwas klein und wo sie auch ein bisschen mehr Platz haben zum Laufen, weil sie schon am Anfang sich durchzufiedern. Wir haben die Eier von den Elterntieren einmal weggenommen, weil die nicht richtig bebrütet haben. Haben wir sie alle im Brutschrank gelegt. Es waren leider nur 2 befruchtet. Wir sagten jetzt, nach 28 Tagen sind die geschlüpft. Er sagt, sie sind jetzt circa 4 Wochen alt. Wir mussten halt ein bisschen mit der Hand großziehen, weil die Eltern sich nicht drum gekümmert haben. Aber bei Enten geht das eigentlich sehr einfach. Also ich muss natürlich darauf achten, wenn ich jetzt runtertrage, dass sie mir nicht aus der Hand fallen. Mal noch können sie noch nicht fliegen, aber sie sind doch sehr, sehr schnell. Und natürlich, wenn sie runterfallen, können sie sich verletzen. Also einfach schnell laufen, feste halten, nur nicht zu fest. Sonst hat man Hühnerfrikassee oder Entenfrikassee. Aber geübten Pflegehänden passiert das nicht. Einmal, zweimal. Und Abflug geht's. Die beiden Küken sind als Handaufzuchten den direkten Kontakt mit Sandra gewöhnt. Der Umzug ist daher unproblematisch. Zum ersten Mal hat der Zoo junge Rotschulterenten. Entsprechend stolz ist die Pflegerin. Also das Schöne hier ist einfach, wenn man sieht, wenn die schlüpfen, wie die heranwachsen, wie die sich entwickeln und was so draus wird. Also man fiebert auch immer mit, ob sie wirklich schlüpfen und ob sie nicht krank werden und ob das Schwimmen klappt, Fressen klappt. Also wie gesagt, die 2 waren zu Anfang ein bisschen doof, die wollten nicht fressen. Da mussten wir erst mal 2-3 Tage lang stopfen, aber jetzt klappt das wunderbar. Damit die Jungen prächtig gedeihen, dürfen sie aus einem üppigen Buffet aus Obst, Gemüse und Körnern wählen. Das ist jetzt Futter, was die letztendlich auch in den Volieren kriegen. Also Obst fressen sie im Normalfall nicht so viel. Wir bieten trotzdem mal alles an. Wer weiß, was so kleine Küken im Endeffekt doch so alles brauchen. Und sonst ist es einfach das Endfutter, was auch die Elterntiere bekommen. Noch machen die Küken ihrem Namen keine Ehre. Rotschulterenten heißen die deshalb, wenn die ausgewachsen sind, haben die wirklich rötliche Federn an der Schulter und auch am Flügelspann. Er sagt, das ist schon etwas Besonderes. Für uns vor allem, das ist das erste Mal. Er sagt, wir haben die auch ganz neu hier im Zoo. Und da sind wir doch so ein bisschen stolz drauf. Die 2 werden jetzt so lange drin sein, bis sie komplett durchgefiedert sind, bis sie dann wirklich das komplett wasserfeste Kleid haben. Und dann kommen sie raus in eine Voliere rein, wo da wirklich großer Teich ist, viel Platz. Aber das dauert schon noch so 3-4 Wochen.
bis wir uns dann auch ganz sicher sind, dass sie auch richtig ans Futter dran gehen, dass sie uns nicht hier verhungern, weil sie natürlich doch etwas kleiner als die ganzen anderen Vögel. Von daher müssen wir da noch ein bisschen warten. Im Tamandua-Stall stehen die Zeichen auf Krawall. Denn jetzt soll Jean d'Arc auf die Waage. Alex muss wie immer bei der Dame handgreiflich werden. Ja, ja, Jean d'Arc. Ich weiß, das gefällt dir alles überhaupt nicht. Jean d'Arc ist fies. So, Jean d'Arc, du bist immer eine Meckerfrutze, Tante. Willst du natürlich nicht in die Kiste, ne? Ich kenn das. Geh rein, jetzt. Doch im Gegensatz zu ihrem zahmen Stallgenossen hält Jean d'Arc nichts vom Körperkontakt mit dem Pfleger. Mach nicht so einen Aufstand. Die Ameisenbären bringt Alex ganz schön ins Schwitzen. Ist aber wehrig heute, meine Herren. Geh rein da jetzt. So. Weiter, Klappe zu. Wunderbar. Meine Herren. Klein, aber wehrhaft. Ameisenbären sind eben keine Kuscheltiere. Also Tamandua sind überhaupt nicht lieb und umgänglich. Gerade unsere Jeanne d'Arc ist eine alte, kleine Giftziege, die sich wirklich nicht gerne anfassen lässt und macht halt immer entsprechend den Riesenaufstand, wenn man sie versucht zu fangen. So, Jeanne d'Arc. Es ist überstanden. Ab raus, du kleiner Teufel. Eselfohlen Dennis sperrt sich noch immer. Die neue Umgebung macht ihm offensichtlich zu schaffen. Nun komm. Die Fohlen, die haben immer Angst, wenn sich ihr Bodenbelag ändert, weil die das nicht kennen. Das ist bei unseren Ponys genau dasselbe. Da muss schon hier lang kommen. Vom Stall bis zur Weide muss Dennis über Stein, Beton und Holz. Das klappt nur mit extra Leckerli. So, die letzten Meter. Wenn er dann auf dem nächsten Bodenbelag ist, dann kriegt er wieder eine Belohnung dafür, dass er da drüber gesprungen ist. Und ansonsten zieht man ihn halt mal ein bisschen kräftiger. Und sobald er auf dem nächsten Bodenbelag ist, ist die Angst ja auch wieder weg. Und so gewöhnt er sich dann auch Schritt für Schritt an die wechselnden Bodenbelege hier im Zoo. Und bei den Ponys dauert das immer so 2 Wochen. Und dann gehen die eigentlich überall drüber, dann interessiert die das gar nicht mehr. Die nächste Herausforderung für Dennis heißt Laila. Schließlich soll sie ihn bald als echten Kerl akzeptieren. Doch das braucht Zeit. Er möchte eigentlich jetzt gerne da hingehen. Gucken, was sie jetzt macht. Die freundlich gesonnen ist. So ganz traut er sich nicht. Wenn man jetzt einen erwachsenen Hengst hier draufgesetzt hätte, dann wäre der Spieß ein bisschen andersrum gelaufen. Dann hätte sie wahrscheinlich erstmal, hätte er sie so ein bisschen unterdrückt. Aber so ist das ja auch richtiges Esel-Sozialverhalten. Und der wird jetzt ja noch gar nicht so richtig wahrgenommen. Der ist halt keine ernstzunehmende Konkurrenz für sie und der ist ja weitkörperlich unterlegen. Man sieht auch, dass sie den gar nicht attackiert und der traut sich aber auch nicht so richtig an sie ran. Also der Dennis, weiß ich, dass der im Krefelder Zoo in seiner eigenen Gruppe eigentlich sehr ein ziemlicher Rabauke war, hat sich eigentlich nichts gefallen lassen, hat da die ganzen anderen Stuten gebissen, auch sein Geschwisterchen immer richtig massiv gebissen sogar und war da eigentlich ein ziemlicher Querulant oder ein Rabauke und ist jetzt für ihn natürlich der reagiert jetzt ganz anders. Für ihn ist das alles neue Umgebung. Und mit ihr kann er auch nicht den Molly machen. Und deswegen ist er jetzt so ein bisschen eingeschüchtert auch. Aber das ist auch mal ganz gut so. Und das ist für den halt auch eine Lernphase. Er muss ja erst noch mal ein bisschen wachsen. Und der bekommt jetzt bald so einen richtigen Hormonschub. Dann geht er so ein bisschen auseinander, wird dann auch aggressiver. Und dann ist er halt in der Geschlechtsreife. Aber dann muss er auch erst noch mal das Weibchen dazu bringen, ihn überhaupt ranzulassen. Und das wird wahrscheinlich auch mindestens 1,5 Jahre dauern, bis es soweit ist. Im Keller des Affenhauses sind 3 kleine Pantherschildkröten geschlüpft. Hier muss Alex Nolte keine Kämpfe austragen. Schildkröten mag er ganz besonders. Er züchtet sie sogar zu Hause. Wir haben Gott sei Dank seit langem mal wieder Babys. Unsere Pantherschildkröten haben Nachwuchs bekommen.
Und um die Gewichtszunahme jetzt zu protokollieren, werden wir die ungefähr einmal in der Woche wiegen. Und sie hatte ein Geburtsgewicht von 25 Gramm. Mal gucken, was sie jetzt hat. Schön da drauf bleiben, Kleine. 33, das ist eine ordentliche Gewichtszunahme. Das heißt 10 Gramm in 10 Tagen ungefähr. Das heißt 1 Gramm pro Tag, das ist grandios. Mal gucken, was die anderen sagen. Auch das Geschwisterchen ist in Topform. 30 Gramm, die hat auch schön zugenommen. Die hatte ein Geburtsgewicht von 23 Gramm. Die hat sogar schneller zugenommen, weil sie wesentlich später geschlüpft ist. Also es war so, dass die Tiere innerhalb von einer Woche geschlüpft sind. Pantherschildkröten sind, wenn man eine Zuchtgruppe hat und ein eierlegendes Weibchen, eigentlich nicht schwer zu züchten. Wir hatten hier den Fall, dass von 7 Eiern 4 befruchtet waren. Eins ist leider sehr früh verstorben. Ansonsten vermehren die sich eigentlich ganz gut. Nur die Weibchen legen nicht unbedingt jedes Jahr ab. Wir haben schon mal ein einziges Mal hier im Zoo Nachwuchs gehabt. 2001 und seitdem hat die Mutter nie wieder Eier gelegt und dieses Jahr hat sie gleich mehrmals Eier gelegt. Also wir haben jetzt noch ein paar Eier, die in der Brutmaschine sind und wir hoffen, dass da halt auch noch was schlüpft. So, jetzt haben wir noch die dritte im Bunde. Jetzt haben die sich natürlich hier alle durcheinander klamüsert. So, die dritte im Bunde. Mal gucken, was die sagt. Die wiegt nur 27. Das ist allerdings auch die letztgeschlüpfte und die hatte auch ein Schlupfgewicht von 23 Gramm. Das heißt, die hat jetzt 4 Gramm zugenommen, aber das ist völlig im Rahmen. Die ist jetzt erst 5 Tage alt, also alles in bester Ordnung. Und das Schöne ist, dass die Tiere alle unterschiedlich aussehen. Wenn man sich die mal so ganz genau anguckt, die haben unterschiedliche Punkte hier. Die hat weniger Punkte, dafür hat sie noch ein zusätzliches Schild, sodass wir die Tiere wirklich individuell erkennen können. Und so eine Wägung natürlich dann ganz einfach ist, weil sie immer sicher für das entsprechende Tier ist. Bei identisch aussehenden Jungtieren wäre das ein bisschen problematisch. Da müsste man überall einen Punkt drauf malen. Die haben Gott sei Dank Punkte schon seit dem Schlupf, finde ich sehr praktisch. Gucken wir uns einmal den Größenvergleich an, der wirklich extrem ist.